Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video des Pikachu Cups. Wo nur Elektro-Pokémon dann teilnehmen dürfen. Wir haben 24 Kämpfe bestritten und wir sind mit 13 Siegen im Mittelfeld. International gesehen. Und wir kämpfen gegen einen Japaner aus Kanagawa. Tja. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum die Platzierung so scheiße ist bei dem. Tja, und dann sehe ich das. Und ich noch. Ich nehme einfach Ampharos nochmal mit. Tja. Drei Pokémon auf Level 50, zwei auf Level 1 und einer auf Level 36. Ich weiß nicht, wie das entschieden wird, wer wem zugewiesen wird. Das würde mich mal interessieren. Aber Hauptsache, ich schicke jetzt meine beiden Level 50er Pokémon rein. Und ich weiß, wenn ich die beiden besiege, dann ist vorbei. Dann ist der Kampf gelaufen. Ach ja, und beide sind shiny. So Sachen wie Pokégen sind echt schon was Schönes, wenn man sie nutzen kann. Stimmt's, Leute? Einfach nicht mal ein paar Shinies cheaten. Bedroher kommt jetzt. Ich weiß nicht. Sorgt das jetzt dafür, dass ich... Lichtschild. Kann ich die beiden noch besiegen? Flammenwurf. Ja, ist ganz nett, aber... Aber wirkungslos. Sorry. Okay. Okay, die beiden machen mir doch ein bisschen mehr zu schaffen, als ich jetzt gedacht habe. Blättersturm auf Voltenso. Auf Mega Voltenso, Entschuldigung. Ein Volltreffer. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst? Es ist ja nicht so, dass ich in der nächsten Runde einfach... Keine Ahnung. Ein ganzes Team jetzt auseinandernehme. Noch schlafe ich nicht. Das heißt, ich habe noch eine Runde vor mir. Ein Pokémon wird definitiv besiegt, das andere wird dann Opfer des Blättersturms. Die Denne. Und Pikachu auf Level 36. So, Erdbeben auf alle und Blättersturm auf die Denne. Die Denne sollte eigentlich nicht dafür sorgen, dass eins meiner Pokémon besiegt wird. Knuddler. Na, sag ich ja. Oh, die sind beide besiegt. Da habe ich jetzt einmal nicht hingeguckt und habe mal eben auf Twitter was nachgeschaut. Und plötzlich sind einfach beide weg. Tja, tut mir leid, Rotom. Okay. Nächster Kampf. Der zweite für dieses Video. Andrew aus New Jersey. Pichu Invasion.
Okay. Ich nehme mal Illesaat und Illevoltech mal nach vorne. Ich nehme auch Ampharos mit. Und ich nehme Pikachu mit. Emolga wird wahrscheinlich wieder dafür da sein, um Rückenwind zu machen. Denke ich mal. Minun und Heliolisk. Aha. Heliolisk. So, du bekommst jetzt erstmal den Hyperstrahl ab. Und auf dich, Minun, mache ich mal einen Kreuzhieb. Rechte Hand. Warum mache ich nicht Kreuzhieb auf Illesaat? Nein, 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 komm schon. Illesaat. Es hat einfach überlebt. Tja, jetzt bin ich mit meinen Latein am Ende. Rechte Hand und Schallwelle. Ich hasse diese Kombination einfach nur. Ich hätte das jetzt einfach beenden können. Aber dieses Minun! Dieses Minun! Es muss verschwinden. Bitte, Ampharos! Oder zumindest du, genau. Scheißegal wer. Von den beiden, aber Hauptsache irgendeiner. Ja? Der Voltec. Oh Mann, ey. So, und Drachenpuls auf der Voltec. Ach so, ja natürlich, wir machen jetzt auf alle beide. Natürlich Schutzschild. Natürlich. Damit wir sowieso meine Niederlage noch eine Runde hinauszögern können. Ja, toll! Ice Heap. Aha. Minun ist schneller als ich. Ich hätte sowieso Kraftreserve gemacht. Ich bin nicht schneller als Illevoltech. Das ist schlecht. Bin auch nicht schneller als Minun. Ach, Minun, mach rechte Hand. Damit es jetzt mit einem Eishieb. Ach, damit es jetzt Erdbeben machen kann. So dumm. Du hättest auch einfach direkt schon Erdbeben machen können. Aber nein. Wir warten ja eine Runde. Also manche. Also Andrew, ich habe überhaupt keine Ahnung, was in deinem Kopf vor sich geht, aber auf jeden Fall steht schon mal fest, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Aber gut, wir gehen jetzt nochmal in den nächsten Kampf. Für dieses Video.
die letzten für dieses Video. Und wir schauen mal, was wir jetzt zugewiesen bekommen. Orion aus Italien, Lombardei. What do you want? Ich weiß nicht. Ich bin einfach nur noch müde. Wenn ich dieses Zapplerrang sehe, könnte ich wieder ausflippen, ey. Also. Ich kann da nichts mehr sagen. Ganz ehrlich, also. Mir bleibt. Ach, super. Habe ich Rotom dabei? Ich habe Rotom dabei. Dankeschön. So, jetzt schlage ich dich mit deinen eigenen Waffen. Falls ich jetzt schneller bin. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Toll. Mach Schutzschild. Ich bin ja sowieso dafür, dass man Schutzschild irgendwie, keine Ahnung, bannt. Wäre so mein Vorschlag. Wenigstens bin ich schneller. Immerhin. Aber ob's reicht? Es reicht. Danke! Elevoltech besiegt. Jetzt gilt's, dieses Zapplerrang zu besiegen. Habe ich es eigentlich schon mal geschafft, diese Luftschlange da zu besiegen? Ich meine nicht. Ach so, jetzt rollen wir uns auch noch ein. Angriff steigt, Verteidigung steigt und die Genauigkeit steigt. Ja, toll. Okay, pass auf. Ich mache jetzt Blättersturm auf Zapplerrang und ich mache jetzt Kreuzhieb auf Illesaat. Drachenpuls. Aha, okay. Hat also den gleichen Move, wie ich auf meinem habe. Kreuzhieb, trifft und... Ja, dankeschön. Und jetzt mache ich noch Blättersturm auf... Zapplerrang. Holt sich einfach wieder KP zurück. Und es hat noch Überreste. Okay, die Verbrennung wirkt. Okay, gut. Aber... Rotom Wash. Das muss ich jetzt ausnutzen. Indem ich mein Rotom jetzt erstmal zurückziehe. Ein Ampharos reinschicke und ich dann einen Eishieb mache. Einen Eishieb auf Zapplerrang. Ich meine, ich kann es nicht mehr einfrieren, aber schaden kann es nicht. Ganz und gar nicht. Hydropumpe trifft. Und der Ableithieb trifft auch. Ja. Ganz toll, Zapplerrang. Super. Dann wirken noch die Überreste.
Und jetzt kann ich meinen Rotom wieder reinschicken und Blättersturm machen. Erstmal sorgen wir dafür, dass mein Ampharos ein bisschen mehr Bulk bekommt. Ein bisschen mehr Standfestigkeit. Und dass dieses Rotom Wash jetzt einfach mal durch den lauen Herbstwind, ich weiß nicht, auf den Schrottplatz geschickt wird. Da aktiviert sich der Ampharos Need und BAM! Mozart! Blättersturm plus Expertengurt. Ja! Der Killer für jedes Rotom Wash. Jetzt noch den Drachenpuls auf dich. Ich glaub's nicht. Ich habe Zapdarang besiegt. Unglaublich, was hier abgeht. Und ich würde sagen, das war's für dieses Video sogar. Das war, glaube ich, jetzt heute sogar kürzer als alle anderen bisher aus diesem Turnier. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne wieder euren Support zeigen, indem ihr den Daumen nach oben gebt. Oder ihr gebt einander einen Daumen nach unten, unten, je nachdem, was ihr wollt. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.